Die beste Single. Wer hat die beste Single? Wer ist die oder der beste Single des Jahres 2018? Und mit dem Gewinner mache ich auf jeden Fall einen Podcast. Hier sind die Nominierten. Nominiert in der Kategorie Beste Single. Die Fantastischen Vier featuring Clueso. Zusammen. Felix Jähn, Cool. Namika, je ne parle pas français. Ray Garvey featuring Cool Savage. Is it love? Is it love? Is it love? Are you just fooling around? Is it love? Is it love? You got your head in the ground. Look up, look up. Your world is crumbling down around you. Oh, wake up! Nico Santos, Rooftop. Farben. Only thing we know. You take me even higher than I've ever been. I'm moving to your rhythm. It's the only thing we know. It's the only thing we know. Die beste Single, das sind die Nominierten. Es ist die letzte Kategorie. Komm, wir holen uns den Sieger. Wer gewinnt? Beste Single 2018 hier bei der 1Live Krone. Das hier ist das Ergebnis. Der Sektor hat gewotet. Wer bekommt die Auszeichnung für die beste Single? Wird es ja Alles Allergiker, Alle Farben oder vielleicht Ex-Malle-Animateur Nico Santos oder Namika, die wir gerade so schön mit Je ne parle pas français auf der Bühne gesehen haben. Wer macht das Rennen bei der letzten Krone? Die Fantastischen Vier? Namika, wer macht's? Die Fantastischen Vier! Die Train Clueso. Thomas D. freut sich, er ist heute stellvertretend für die Fantastar und für Clueso. Für die Fantastischen Vier ist das die insgesamt vierte Krone. Für Clueso ist das jetzt die siebte Krone. Bedeutet, Clueso ist absoluter Rekordkrone-Sieger. So viele wie er hat keiner. Zusammen, das war der große WM-Song. Jogis Jungs hat da kein Glück gebracht. Thomas D. aber schon. 27 Wochen war er in den Charts. Und jetzt noch die Krone. Wow, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Eigentlich wollte ich hierher kommen, oder ich dachte, ich komme hierher und muss sagen, Smudo und Michi können leider nicht kommen, die sitzen heute in der ersten Live-Show von The Voice. Und dann habe ich Mark Forster getroffen. Da wurde mir klar, die Typen waren einfach zu faul und haben mich unter falschen... Ja, haben mich angelogen. Naja, trotzdem. Stellvertretend für meine drei anderen Herren und stellvertretend vor allem für Curse, weil der kam mit dem Song. Da war der Refrain noch von Fab gesungen, nur so eine Art lautmalerische Blabla ohne Inhalte. Aber ich habe sofort gehört, was dieser Sänger uns da sagen will, nämlich wir sind zusammen. Wir sind zusammen groß, wir sind zusammen eins. Und da habe ich mich mit, haben wir uns mit Curse, mit Damien, mit Sammy Deluxe hingesetzt und haben diesen Song zusammen gemacht und haben dann Gott sei Dank Clueso gefragt und er hat Gott sei Dank ja gesagt. Also danke an Clueso, danke an 1Live, danke an alle, die gewotet haben. Und wie ich heute Abend erst erfahren habe, vielen Dank auch an die Lohmeyers, weil die haben uns gezeigt, was man zusammen erreichen kann. Nochmal eine kurze Verbeugung vor den Sonderpreisträgern. Thomas D., danke, dass er auch da war, stellvertretend für die Fantas. Er ist ja eh der Beste der Fantas. Das hat er zumindest mal selbst in einem 1Live-Interview gesagt, da meinte er. Also Smudo kann schön rappen, Michi kann schnell rappen, aber Thomas D. kann am besten rappen. Und dafür kriegt er jetzt auch mal die Krone. Braucht er den anderen Jungs ja gar nicht erzählen, dann kann er sie behalten.